ich pfeif drauf und die anderen User auf die Seite nehmen. Ich schreibe auf alles, was du findest, auf Wiedersehen. Ich schreibe auf in deine Mund und den Außen. Ich schreibe aus deinen Ohren, ich hau die Vibes raus. Galaktisch, gigantisch, ich werd das jetzt nur einmal sagen. Absolut mündlich, hinterher gibt's keine Frage. Galaktisch, gigantisch. Wahnsinnig gut. Hasta la vista, bombastischer Umf. Hölle und Teufel, die sind verdammt gut. Gut, dass ihr das so ehrlich zugebt. Denn das genau ist euer Problem. Ja. Vor fast genau 10 Jahren wurden die Kerle erwachsen. Er spricht von den Echten, von Leon, Vanessa und... Genau die meine ich. Und wenn man erwachsen wird, bricht man auf in die Welt. Hinter den Horizont. So ging's bei den Kerlen. Und um ihr Land nicht schutzlos zurückzulassen, schlossen sie einen Pakt. Und ich weiß auch mit wem. Dem dicken Michi. Heißer Sahui. 10 Jahre ist der Teufelstopf für diesen Mistkerl. Tabu. Der Teufelstopf, Camelot und die geheime Halle im Westen. Erst danach darf er ins wilde Kerleland kommen. Nein. Er darf es zerstören. Schock, Polterblitz. Leo! Es sei denn, es findet sich eine Mannschaft, die wild genug ist, das Team des dicken Michi zu besiegen. Hm. Meintest du die Jungs da hinten im Käfig? Hm. Die sind viel größer und älter als wir. Tja. Die 10 Jahre sind in 10 Tagen vorbei. Garstiger Höllenschlund. Ich habe euch gewarnt, Jungs. Es geht um alles. Wollt ihr wirklich dafür kämpfen? Weißt du, wer das ist? Die wilden Kerle gab es in echt. Und sie suchen jemanden, der in ihre Fußstapfen tritt. Traut ihr euch das zu? Wir sind die Neuen. Sag das nochmal. Ich meine die Kerle, die in die Fußstapfen der Alten treten. Dann holt mal eure Räder. Ich werde euch was zeigen. Die galaktischen Sieger. Das genau ist euer Problem. Um ihr Land nicht schutzlos zurückzulassen, schlossen die Kerle einen Pakt. Mit dem dicken Michi. Er darf es zerstören. Es sei denn, es findet sich eine Mannschaft, die wild genug ist, das Team des dicken Michi zu besiegen. Das könnte ganz schön brenzlig werden, Jungs. Wir machen diese galaktischen platt. Die Pyjama-Party ist leider schon vorbei. Alright. Wir sind nur 6. Wir sind einer zu wenig. Wir machen ein Casting. Und die wollt ihr schlagen? Der Job ist noch frei. Das sehe ich. Das ist ein Mädchen. Der spielt mit keinem Mädchen zusammen. Sag das doch mal! Wollt ihr wirklich dafür kämpfen? Es wird höchste Zeit, dass ihr eine richtige Mannschaft werdet. Das sind sie. Dann liegt jetzt alles in euren Händen. Legende lebt. Das fühlt sich so an wie bei den echten Kerlen.